Und weiter geht's. Cool. Ich fühle mich ein bisschen wie Indiana Jones, ganz ehrlich. Wo muss denn das Ding hin? So? Ich weiß gar nicht. Doch, ja. Sehr schön. Was war das? Und ein drittes Mal. Cool. Und hier ist überall Licht, das gefällt mir auch. Und wie komme ich jetzt da hoch? Das weiß ich nicht. Hier gibt es doch bestimmt wieder eine Leiter, die ich nicht sehe. Wo könnte sie bloß sein? Ich weiß es nicht. Da bin ich bekloppt. Ach da. Ja, toll, wie komme ich da hin? Hallo? Hallo? Okay. So viel dazu. Okay. Ach so. Boah, sogar mit Rätseln. Das ist nicht mein Fall. So, dann machen wir zuerst so. Und dann haben wir es gleich. Immer mit der Geduld. Hüppala. Sehr schön. Und runter mit dir. Oh, wie langsam. So. Dann machen wir das gleiche nochmal. Bloß für hier oben. Sehr schön. Oh, das war knapp. Kontrollpunkt erreicht. Nein, es wird wieder dunkel. Aber wir haben die Silbermine verlassen. Das ist doch auch schon mal was. Chuck Norris Kick. Allen Kick. Schon wieder Kontrollpunkt erreicht. Genau das meine ich. Naja. Müssen wir nach oben? Müssen wir nach oben? Ja, den Aussichtspunkt. Dann wird es der wohl sein. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Voll gespannt, was jetzt gleich passiert. Bin so aufgeregt. Ah, nee, das bist. Oh, ich dachte, das wäre der Aussichtspunkt. Damn it. So, haben wir jetzt wenigstens 11 Leuchtfackeln. Hoppala, Ellen. Nicht so schnell, nicht so hastig. Wir haben noch Zeit. Ich bin mal gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Ich weiß gar nicht, welche Folge müssten das denn jetzt sein. Boah, keine Ahnung. Mist. Verschwindet! Wie oft denn noch? Kommen die wieder? Nee. Bäh. Boah, es ist wieder viel zu ruhig. Kontrollpunkt erreicht.
Ach du Scheiße. Ich weiß jetzt, was ganz genau passieren wird. Ach, wir haben jetzt die Leuchtpistole in der Hand. Ich glaube, ich behalte die jetzt auch mal lieber. Oh. Scheiße, ist das ein weiter Weg. 5 Euro, dass was passiert. 5 Euro. Wo, wo, wo? Oha! Boah, die Leuchtfalten sind dafür echt perfekt. Boah, das wäre echt uncool von euch. Wir haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft. Nee, nee, nee. Das ging einigermaßen gut. Oh. Das war nur einer, oder? Doof. Dann nehmen wir mal den Revolver. Eieiei. Warum können wir nicht mehr Patronen nehmen? Wahrscheinlich, weil die über drei Jahre alte Jacke von Ellen nicht mehr tragen kann. Tak, 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 tak. Boah, jetzt müsste aber langsam mal da sein. Ja, von da wären wir gekommen. Boah, ich höre schon wieder was. Kommt doch einfach raus, bitte. Ich liebe das Jagdrevier. Wirklich. Die Pumpgun ist auch nicht schlecht. Oh, Licht. Oh, herrlich. Können wir nicht mal die Fackeln benutzen? Doch, die Fackeln können wir nehmen. Sehr schön. Da haben wir auch wieder 11. Ne, Blendgranaten haben wir leider nicht. Jagdgewehr. Alter, like Indiana Jones, ey, wirklich. Gleich passiert hier was. Hier passiert was. Tschüssi, Alan. War schön, mit dir gespielt zu haben. Ich hatte ein paar tolle Folgen mit dir gehabt. Kannst du nicht schnell rennen? Warum rennst du nicht, Mann? Oh, das war so klar. Wirklich. Was macht man da in so einer Situation? Man kackt sich in die Hosen, ganz einfach ist das. Der letzte.
Ich habe jetzt gedacht, dass sie jetzt die Seile durchschneiden von der Brücke. Ein bisschen doof sind die ja schon. Warte, ist da was? War da was? Ich dachte, ich hätte was gesehen. Doch, ja. Meine alten Augen trügen mich nicht. Huch. Ein paar Flecke wieder. Ja, wir sind richtig. Wir sind richtig. Jawohl. Sehr schön. Nicht die Leuchtpistole. Das Jagdrevier. Jagdgewehr. Jagdrevier. Okay, die Brücke ist futsch. Und eine neue Manuskriptseite. Mit genügend Munition fühlt man sich sehr, sehr sicher. Entführer, wo bist du? Komm raus und lass uns spielen. Ich bin der mit den 4-5 Waffen. Und einer Taschenlampe. Yeah. Ach nee. Wieso denn? Warum rüberspringen? Warum auch? Genügend Kraft fürs Treten hat er ja. Boah, krass. Da kommen wir noch nicht ran. Boah, das ist... Ach, geil. Alte Ruinen gefallen mir wirklich gut. Was? CW und... TZ? Hä? Holy shit. Tom. Alter. Hä? You talk to me on TV, Tom. Ist Tom ein Nachrichtensprecher? Nee, ne? Da verwechsel ich jetzt was. I miss you, Tom. Did you write this? Tom. Alter, hier stimmt das nicht. I cross you, Thomas Zane. Tom. Alter. Wer ist... Was soll ich hier? Achso, man kann da hoch. Wohnt hier diese Person? Vielleicht? Wer ist Tom Zane? Ach so, dann ist das wahrscheinlich der Schriftsteller. Hieß der Tom Zane? Verstanden, das war Tom Zane, Tatsache. Das ist der andere Schriftsteller. Aber wer schreibt das denn da alles daran? Ein Liebhaber? Ich weiß es wirklich nicht. Nimm dich schnell mit. Krass. Es war so klar. Wieso wusste ich das nicht? Scheiße. Das war's aber noch nicht. Frisst meinen Staub, ihr Staubfresser. Ah, ich hab da eine Leuchtpistole. Los, schieß das Ding ab. Aha. War es das? Na bitte. Huch, das ging ganz gut. Unsere letzten beiden Patronen. Boah, das war fies.
Das war richtig fies von euch. Und ich wollte erst noch sagen, das sieht ja ein bisschen bröckelig, der Boden aus. Leute, ich mache eine kurze Aufnahmepause und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss!